herzlich willkommen zu einem neuen Video von TurboTV. Da ich vor einiger Zeit einmal ein Video zum Lampenwechsel bei einem Ford Mondeo erstellt habe, wurde ich gefragt, ob ich ein solches Video auch von dem Ford Fiesta erstellen kann. Die Bedienungsanleitung sei hier nicht besonders hilfreich. Bei Ansicht derselbigen kann ich dieses nur bestätigen und da ich eh einen Birnenwechsel vorhatte, habe ich mich an die Arbeit gemacht. Die Originalbirnen habe ich durch Philips Racing Vision H7 ersetzt, da diese, wie im Vergleich zu sehen, ein deutlich weißeres Licht liefern. Ich verwende seit längerem Philips Birnen und bin bisher sehr zufrieden. Für den Austausch benötigt ihr einen flachen und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wie in der Anleitung beschrieben, müsst ihr diese beiden Schrauben vom Scheinwerfer lösen. Aus meiner Erfahrung heraus weiß ich jedoch, dass auch die naheliegenden Verkleidungen gelöst werden sollten, da der Scheinwerfer so leichter ausgebaut werden kann. Die beiden Schrauben für den Scheinwerfer haben ein normales Gewinde, wobei ich nicht sagen kann, ob es sich hierbei um ein metrisches Gewinde handelt. Die Schraube von der Verkleidung hat ein Gewinde, welches in Kunststoff eingeschraubt wird. Für das Lösen der nächsten Befestigung benötigen wir einen Kreuzschlitzschraubendreher. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Schraube, sondern um einen Sicherungsstift ohne Gewinde. Aus diesem Grunde lässt sich dieser auch nicht wie eine Schraube vollständig herausdrehen, sondern muss beim Drehen mit herausgezogen werden. Nachdem alle Befestigungen gelöst wurden, beginnt nun der knifflige Teil. Um mehr Luft zwischen dem Scheinwerfer und der Verkleidung zu haben, stecke ich einen Schraubendreher, wie gezeigt, unter die Verkleidung, was den Vorteil hat, dass der Scheinwerfer sich leichter bewegen lässt. Leichter heißt aber nicht, dass es einfach wird. Vielleicht hätte ich bereits jetzt schon die andere Seite der Verkleidung auch lösen sollen, um noch mehr Platz zu bekommen. Aber mit viel Probieren habe ich es dann irgendwann geschafft, den Scheinwerfer komplett zu lösen. Am Scheinwerfer befinden sich unten zwei Haltenasen, die den Scheinwerfer im eingebauten Zustand fixieren. Ihr solltet darauf achten, diese nicht zu beschädigen. Da ich es nicht geschafft habe, den Stecker für den elektrischen Anschluss abzuziehen, habe ich mich dazu entschlossen, die Lampen im angeschlossenen Zustand zu wechseln. Hierzu entfernt ihr als erstes die Schutzkappe vom Abblendlicht, um anschließend den Stecker von der Glühlampe abzuziehen. Verzeiht bitte die verwackelten Aufnahmen, aber es ist nur sehr wenig Platz zur Befestigung der Kamera vorhanden. So sieht der Stecker aus, der auf der Glühlampe sitzt. Hier nochmal im gesteckten Zustand zu sehen. Der Stecker ist an diesen beiden Stellen fixiert. Der Stecker lässt sich sehr leicht abziehen. Anschließend kann die Birne einfach entnommen werden. Achtet beim Einsetzen der neuen Birne unbedingt darauf, dass die Nase an der Glühlampe unbedingt oben sitzt. Nur so ist sichergestellt, dass der Lichtkegel anschließend die Straße richtig ausleuchtet und der Gegenverkehr nicht geblendet wird. Beim Aufstecken des Steckers müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr die Führungen trefft. Schaut euch die Teile im ausgebauten Zustand vorher an. Als nächstes bringt ihr die Abdeckung wieder an. Achtet dabei darauf, dass diese richtig sitzt, damit der Scheinwerfer nachher nicht undicht wird. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei ich auch hier erst wieder Platz für die Verkleidung schaffe. Achtet bei der Positionierung jetzt schon darauf, dass die beiden Haltenasen an der Unterseite des Scheinwerfers richtig positioniert sind. Wenn der Scheinwerfer richtig sitzt, empfehle ich zunächst eine erste Funktionskontrolle der Beleuchtung.
das Anbringen der Verschraubung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achtet hier darauf, dass ihr die richtigen Schrauben verwendet. Dieser Spreiznied wird einfach in das Loch eingesteckt. Und anschließend mit diesem Sicherungsstift gesichert. Anschließend nur noch die beiden Schrauben für den Scheinwerfer eindrehen, womit die Arbeit für den ersten Scheinwerfer abgeschlossen ist. Wiederholt die Arbeit für den zweiten Scheinwerfer und denkt daran, das Licht anschließend von einem Fachbetrieb auf richtige Einstellung kontrollieren zu lassen. Hier nochmal der Vergleich alt gegen neu und es ist, wie ich finde, ein deutlicher Unterschied festzustellen.